Ja, willkommen zur digitalen Sitzung zum Thema Medienphilosophie und Medienethik. Diese Vorlesung befasst sich mit zwei Themen, also nicht nur mit der Frage, was Medien aus philosophischer Perspektive sind. Das ist schon eine Frage, die ist schwer genug zu beantworten. Nein, es soll auch noch um Medienethik gehen und was das Verhältnis von beiden ist. Das möchte ich jetzt heute in dieser Vorlesung genauer erörtern. Ich möchte zunächst nochmal auf die Umfrage eingehen, die wir in der ersten Präsenzvorlesung durchgeführt hatten. Und da ging es um die Frage, was ist eigentlich ein Medium? Und da möchte ich jetzt so ein bisschen mal genauer drauf eingehen, was hier alles genannt wurde. Und man sieht jetzt also hier wurde genannt Kommunikationsmittel an Nummer 1. Das ist am häufigsten genannt worden. Deswegen ist es auch am größten hier dargestellt. Also ein Mittel, Medium bedeutet ja auch übersetzt das lateinische Wort Mittel, das Mittlere oder auch das Vermittelnde. Und dann ist ein weiterer Begriff Kommunikation. Communicatio ist auch ein lateinisches Wort und heißt einfach nur Austausch. Also ein Austauschmittel ist ein Medium. Austausch kann natürlich aus ganz verschiedener Hinsicht geschehen. Was kann man austauschen? Natürlich Informationen. Und das führt zum nächsten Punkt, der hier genannt ist, Informationsträger. Ja. Ein Träger ist auch ein Medium, ne? Also zum Beispiel ein Schallträger ist die Luft. Oder ein Datenträger ist eine CD-ROM. Das sind alles Medien. Und ja, ein Inhaltsträger wurde hier noch genannt. Paper, auch Papier ist ein Medium. Radio würde hier genannt. Und neuerdings die neuen Medien, wie man sie nennt, Computer. Disk wurde genannt, das ist ein Datenträger, Trägersubstanz. Ne? Smartphone ist ein neues Medium, ein ganz, ganz besonderes Medium. Da werden wir uns auch noch mit genauer befassen. Also hier gibt es ganz viele Beschreibungen. Interessant auch hier Möglichkeit zum Ausdruck. Ne? Also über Medien kann ich mich ausdrücken. Zum Beispiel über die Stimme. Die Stimme, die ich verwende, ist ja auch ein Medium. Das setzt wiederum das Schallmedium voraus, und damit kann ich mich ausdrücken. Einmal verbal, also der Inhalt, den ich kommuniziere, aber auch nonverbal und paraverbal. Ne? Also vor allem paraverbal, die Stimmhöhe. Nonverbale Dinge sind ja sowas wie Körperhaltung. Ne? Aber paraverbale Kommunikation bedeutet, dass ich ein Medium einsetze, zum Beispiel die Stimme, und dabei eben dann die Stimmhöhe oder die Lautstärke auch zur Kommunikation beiträgt. Ne? Und wir wissen, dass eben nicht nur die verbale Kommunikation für gelungene Kommunikation wichtig ist, sondern zu großen Teilen auch die paraverbale und die nonverbale Kommunikation. Nonverbal, also Körperhaltung und so weiter und so fort. Ne? Kommunikation und Medium haben viel miteinander gemein. Und vielleicht ist noch wichtig zu betonen, dass verschiedene Medien miteinander zusammenhängen oder es Abhängigkeiten gibt, die zwischen Medien bestehen. Als Beispiel, wenn ich sage, meine Sprache, meine gesprochene Sprache ist ein Medium, dann braucht dieses Medium oder setzt voraus das Medium des Luftdrucks oder die Luft. Ja, Schall als Medium. Weil ich ohne Schall meine Sprache, meine gesprochene Sprache nicht verwenden kann. Anders sieht es jetzt aus mit der schriftlichen Sprache. Sei es die Handschrift oder sei es die eingetippte Sprache, die Computerschrift. Auch die handgeschriebene Sprache oder die gedruckte Sprache, das ist auch noch wichtig, gedruckte Schrift, setzen wiederum ihrerseits Medien voraus. Also der Buchdruck ist ein Medium, der funktioniert aber nur, wenn er ein Medium hat, auf dem er ansetzen kann. Und dieses Ansatzmedium, diese Basis, ist zum Beispiel Papier. Oder auch für die Handschrift brauchen wir ein Medium. Auch wenn wir sagen, Handschrift ist selbst ein Medium, setzt sie ein Medium voraus, zum Beispiel das Papier. Oder Papyrus oder meinetwegen ein Fels oder
auch Kreide und so weiter und so fort. Wir sehen, es gibt hier Abhängigkeitsverhältnisse, die zwischen den verschiedenen Medien bestehen. Und das macht die Sache sehr, sehr kompliziert. Und es macht sie deswegen so kompliziert, die Diskussion, die philosophische Diskussion über Medien, weil wir die Medien häufig gar nicht so ausdrücklich thematisieren. Wenn man jetzt hier mal schaut, das ist kein Kommunikationsmittel oder ein Informationsträger, dann frage ich ja vor allem nach der Information und nicht nach dem Träger. Der Träger ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Medien sind nur Mittel zum Zweck, so die landläufige Meinung. Und dann geht es eher um den Zweck oder um die Information als um das Medium. Also die Medien treten so ein bisschen in den Hintergrund. Und da kann ich schon da so viel dazu sagen, dass das eine problematische Sicht auf Medien ist. Nicht nur aus der Perspektive der Medienwissenschaft, die dann zu Recht sagt, Medien werden häufig nicht ernst genug genommen, sondern auch aus der Medienethik, weil das Vernachlässigen der medialen Bedingtheit unseres Kommunizierens, unseres Handelns ethische Probleme mit sich bringt. Ja, wir müssen uns dessen bewusst werden. Wir müssen ein Medienbewusstsein etablieren. Und dieses Medienbewusstsein ist aus ethischer Sicht, was das Handeln anbelangt, das gute oder schlechte Handeln von Bedeutung. So viel kann ich schon vorab sagen. Was ist jetzt ein Medium? Das müssen wir natürlich auch mal uns fragen. Diese Frage ist am Anfang stehend. Ein Medium ist Verschiedenes. Es hängt davon ab, welche Perspektive wir darauf werfen. Ja. Wir wollen hier natürlich in dieser Vorlesung eine philosophische Perspektive darauf werfen. Wir können Medien als Materialien ansehen. Denken Sie zum Beispiel an Papier. Das ist ein materiales Phänomen, das können wir angreifen, also anfassen. Es hat eine phänomenologische Dimension. Phänomenologisch bedeutet, es tritt in Erscheinung, es steht in Relation zu uns und wir können leiblich, körperlich mit ihm interagieren. Medien als Technologien. Denken Sie an das Smartphone. Auch Papier ist eine Technologie, wenn Sie daran denken, wie Papier hergestellt werden muss. Wir werden darauf noch genauer eingehen. Papier ist ein sehr, sehr aufwendig zu produzierendes Medium. Kommunikationsformen hatten wir schon gebracht, eine Umfrage. Expressionsformen, sie drücken etwas aus. Und jetzt komme ich hier noch mit diesem schwierigen Begriff, Formen der Autonomie. Autonomie heißt wortwörtlich Selbstgesetzgebung. Autos und Nomos, Selbstgesetz. Häufig wird Autonomie auch im Sinne von Selbstbestimmung verstanden. Ich mache da noch später einen Link oben rechts zu meinem Seminar über Philosophie der Autonomie hinein. Es hängt alles miteinander zusammen, ja. Also durch Medien kann ich mich selbst bestimmen, wenn ich sie richtig gebrauche, kann ich meine Freiheit vergrößern. Das liegt auf der Hand, wenn man sich diese Medien hier anschaut, wie ein Smartphone zum Beispiel. Das ermöglicht viele Dinge, genauso auch der Computer, genauso Zoom, genauso das Internet. Was ist jetzt Medienphilosophie? Medienphilosophie bedeutet, Medien unter philosophischen Gesichtspunkten zu betrachten. Also nicht unter soziologischen Gesichtspunkten, wie unsere Gesellschaft dadurch verändert wird, soziologisch, sondern philosophisch. Was heißt das jetzt? Das heißt, wir können grundlegende Fragen an das Medium stellen nach seiner Ontologie. Also, was ist das eigentlich für ein Ding? Für ein Seiendes, ein Medium. Das ist die Ontologie, die das Seiende betrachtet. Und natürlich sind Medien eine Form von Ding, das existiert. Aber Medien sind natürlich nicht nur Dinge, sondern Medien sind ja auch Prozesse häufig oder Medien haben Prozesscharakter. Medien implizieren Interaktion, Kommunikation. Deswegen sollten wir Medien nicht so schnell verdinglichen. Das würde ihnen nicht gerecht werden. Natürlich kann ich sagen, das Smartphone hier, das ist ein Ding, ja. Aber naja, es ist ein Ding, was in einem Gebrauchskontext steht, in einem Kommunikationskontext, ja. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ja, dass man das Medium nicht verdinglicht. Weiter geht's, Erkenntnistheorie, ja. Also, wir haben es natürlich auch mit Erkenntnis zu tun. Ja. Durch Medien kann ich Dinge erkennen.
Erkenntnistheorie. Was kann ich durch Medien erkennen? Oder anders gefragt, vielleicht kann ich ja durch Medien gerade auch etwas nicht richtig erkennen. Vielleicht täuschen mich die Medien ja auch. Ja, das sind alles Fragen, die wir hier diskutieren müssen. Philosophie des Geistes. Medien sind mentale Phänomene. Medien erlauben es uns, unseren Geist auszudrücken. Man spricht hier auch von der sogenannten Extended Mind Theory, also der ausgedehnte Geist. Durch Medien kann ich meinen Geist ausdehnen, ja, herauskommunizieren. Medien repräsentieren meine mentalen Phänomene. Zum Beispiel kann die Sprache meine Gedanken ausdrücken. Ja, Gedanken sind ja etwas, was erstmal in mir ist, oder Gefühle, Emotionen, das sind alles mentale Phänomene. Ich kann aber durch die Sprache diese Gedanken nach außen hin kommunizieren. Das ist möglich. Und Ästhetik natürlich auch. Ich kann etwas malen in einem Medium, Bild. Auch dazu brauche ich eine Technik. Medien haben eine ästhetische Seite, Schönheit. Medien brauche ich, um das Schöne oder auch das Hässliche, wie auch immer, darzustellen. Es geht um Darstellungsfunktion von Medien. Es geht auch um Abbildungsfunktionen. Ne? Also ich kann durch Medien etwas simulieren, etwas abbilden, etwas malen. Das ist eine ästhetische Funktion. Und ich habe natürlich, und darum soll es auch in dieser Vorlesung gehen, eine praktische Dimension. Mit Medien kann ich handeln. Ja, Medien sind nichts Neutrales, das werden wir gleich noch sehen, sondern Medien sind häufig in Handlungszusammenhänge eingebettet. Und das stellt natürlich dann die Frage oder wirft die Frage auf, wie wir mit diesen Medien möglichst gut handeln sollen. Ja. Medienphilosophie ist eine recht neue Disziplin. Hier gibt es ein paar Schriften und auffallend ist, dass die erst seit den 2000er Jahren wirklich eingesetzt hat, eine dezidiert medienphilosophische Diskussion. Ja, Medientheorien gab es schon lange, seit den Massenmedien, Radio, Fernsehen, Kino darf ich auch natürlich nicht unerwähnt lassen. Das sind alles Dinge, die es schon lange gibt. Ungefähr kann man sagen, setzt es um 1900 ein. Natürlich gibt es Zeitungen schon früher, aber so Massenmedien kann man sagen, so um 1900. Ein Kino kommt dann auch so langsam, ne? Oder wird ein massentaugliches Phänomen. Manche sagen auch erst seit 1950, als es wirklich diese Medialisierung der Gesellschaft gab, dass sich jeder einen Fernseher so langsam leisten konnte. Ein Radio gab es schon früher. Aber diese Massentauglichkeit, ne, das setzt erst Mitte des 20. Jahrhunderts ein. Ja, und hier sieht man, dass seit den 2000ern gibt es verschiedene Schriften, die sich damit ausdrücklich befassen. Wir haben schon uns Gedanken gemacht, warum gerade Anfang der 2000er, warum nicht früher? Hier ist zu erwägen dieses Internet, ne, also diese Dotcom-Blase auch, die so in den 2000, frühen 2000 dann eingesetzt hat. Vielleicht hat die auch ein philosophisches Reflektieren in Gang gesetzt. Darüber kann man sich natürlich streiten. Diese drei Schriften möchte ich erstmal erwähnt haben. Das sind dezidiert philosophische Zugänge zum Medium. Es gibt natürlich hier auch noch englischsprachige Literatur, die möchte ich jetzt aber gar nicht näher hier thematisieren. Und in diesem Buch Medienphilosophie gibt es jetzt einen Versuch, Medium zu definieren. Was ist ein Medium? Und hier wird jetzt gesagt, dass sich die Medienphilosophie in Abgrenzung zur empirischen Medienwissenschaft versteht. Ja, also es geht darum, dass man sie nicht nur als, wie es hier steht, neutrale Transportkanäle versteht, sondern Medien haben eine aktive Bedeutung. Und hier unten wird jetzt gesprochen von konstitutiven Faktoren von Selbst, Gesellschaft und Kultur überhaupt. Ja, das kann man jetzt hier natürlich noch genauer bestimmen. Aber es geht darum, Medien sind nichts Neutrales und Medien sind nichts Passives, sondern Medien haben eine Aktivität. Und wenn wir jetzt philosophisch genauer weiterfragen wollen, müssen wir fragen, was für eine Aktivität haben diese Medien denn genau? Geht diese Aktivität der Medien so weit, dass Medien selbst autonom sind, also dass Medien uns bestimmen, dass Medien sogar Akteure sind, die vielleicht gar niemanden mehr hinter sich haben, sondern dass die autonom da in der Welt interagieren und uns vielleicht sogar auch stark beeinflussen? Dass man sagen kann, die Medien tun das und nicht irgendwie eine Person oder ein Unternehmen, das ist so eine Frage. Natürlich geht jetzt diese philosophische Diskussion auch so hin, so weit, dass man am Ende fast alles zu einem Medium
machen kann, wenn man es nur unter dieser Perspektive betrachtet. Ne? Also hier sieht jetzt der Brief, das Buch, die bildenden Künste, die Bühne und auch der Körper oder der Leib, muss man vielleicht genauer sagen, kann als Medium betrachtet werden. Ja, hier sieht man jetzt, gibt es verschiedene Versuche, medienphilosophisch zu bestimmen. Hier wird jetzt eben auch ein Medium als Bote betrachtet. Das macht Sibylle Krämer. Ja, sie sagt, der Bote, das ist der Vermittler, der Botengang, das ist die Urszene des Mediums. Hier wird etwas übertragen. Okay, und da kritisiert sie jetzt eben ein solches Verständnis von Medien, dass Medien autonom sind, also dass Medien Akteure sind, die unabhängig von uns da interagieren in der Welt. Sie sagt, es gibt immer ein außerhalb von Medien, nämlich das Ziel oder den Adressaten, wohin der Bote oder die Botin laufen soll. Und deswegen sind eben Medien nicht autonom im strengen Sinne, sondern sie haben immer ein Ziel, dem sie sich unterordnen müssen. Deswegen sind sie fremdbestimmt, Heteronomie. Ja, darüber kann man sich jetzt natürlich streiten. Ich würde mal sagen, Medien sind weder autonom noch heteronom, sondern es hängt von dem Gebrauch der Medien ab, ob wir autonom oder heteronom werden. Also Medialität vollzieht sich, so viel kann man sagen, auch medienethisch gesprochen, zwischen Autonomie und Heteronomie. Das ist schon mal ganz wichtig. Und jetzt kommen wir mal zu demjenigen Theoretiker, der die Autonomie der Medien stark gemacht hat. Das ist Marshall McLuhan, ein kanadischer Kulturwissenschaftler, Philosoph, nicht im strengsten Sinne, hat ein Buch über die Gutenberg-Galaxie geschrieben. Damit meint er natürlich die Welt, die durch den gedruckten, die gedruckte Schrift, die beweglichen Lettern Johannes Gutenberg im Mittelalter, im Spätmittelalter eröffnet wurde. Und er hat noch ein Buch hier, Understanding Media, The Extensions of Man. Also hier, das sind alles Medien, sagt er. Ne? Buch würden wir sofort zustimmen, aber Geld auch. Wir werden auch eine eigene Sitzung hier über das Geld machen. Das ist eine Schallplatte hier oben, auch das ist ein Medium und sogar das Licht und das Radio, der Empfang des Telefons, ein Schild ist ein Medium. Er fasst Medialität sehr, sehr weit auf. Und was er jetzt zum Medium gesagt hat und weswegen er wichtig ist, auch für die Medienphilosophie, ist, dass er sagt, Typografie, also die gedruckte Schrift, die ist nicht nur eine Technik, und sie ist auch nicht nur ein Transportmittel, sondern sie ist etwas, was man einen Rohstoff nennen muss, ja, weil sie, die gesamte gesellschaftliche Abhängigkeit formt. Durch die gedruckte Schrift hat sich unsere Kommunikation verändert. Man kann auch so viel sagen, die gedruckte Schrift hat gewisse Dinge monopolisiert. Also nur jemand, der eben eine Druckpresse hatte, und zwar in sehr moderner Form damals, der konnte überhaupt diese Schrift tätigen, diese Schrift betreiben und brauchte Papier, es brauchte eine eigene Industrie. Natürlich entstanden neue Abhängigkeiten durch Medien. Da kann man natürlich sagen, Medien sind dann schon zu Akteuren geworden, zu bestimmenden Faktoren. Allerdings, das werde ich gleich noch ein bisschen problematisieren, stehen dahinter doch immer Menschen, die die Medien gebrauchen. Luciano Floridi hat sich vor allem mit dem Internet befasst, der Infosphäre. Und er sagte eben auch, sie modifizieren unsere Weltdeutung. Ja, sie bringen unsere Weltdeutung auf einen neuen, besseren Stand, sagt er. Die Informationstechnologie, natürlich meinte damit vor allem das Internet. Und auch das kann man medienethisch problematisieren. Ne? Also inwiefern bringen die Medien, die neuen Medien, wie man so schön sagt, die digitalen Medien, unsere Weltordnung auf einen besseren Stand? Bringen sie sie vielleicht auch nicht auf einen schlechteren Stand manchmal? Das ist jetzt die Medien ethische Frage, die wir hier stellen müssen. Hier ist für mich Sibylle Krämers These zentral, dass wir es mit einer Medienvergessenheit zu tun haben. Die Philosophie hat lange Zeit Medien nicht ernst genug genommen, weil sie Medien ja nur als Transportmittel des philosophischen Gedankens betrachtete. Auf den Gedanken kommt es an und die mediale Form, die ist zweitrangig, die ist äußerlich. Es ist immer derselbe Gedanke, egal welches Medium wir benutzen, um diesen identischen Gedanken auszudrücken. Und darin besteht ein Irrtum, scheint mir, zu liegen, weil es macht einen Unterschied. Also die Form, wie der Gedanke medial transportiert ist, das nenne ich jetzt mal die Form des Gedankens, die hat Auswirkungen auf seinen Inhalt. Und das nennt man performativ, Performativität, ne? Und deswegen müssen wir genau überlegen, wie wir unsere Gedanken medial fassen.
Also welches Medium wir für welchen Gedanken oder für welches Ziel, genauer gesagt, das wir mit Gedanken beabsichtigen, verwenden. Nicht jedes Medium eignet sich gleichermaßen für ein Ziel, ein Gedanken. Es kann sogar sein, dass ein Medium manchmal dem Gedanken oder dem Gedankenziel widersprechen kann. Wir werden darauf noch genauer eingehen, wenn es um das Thema Medienkritik geht. Nur so viel sei vorab gesagt. Man kann zum Beispiel darüber streiten, ob die geschriebene Schrift oder die, also geschriebene Sprache oder die gedruckte Schrift, ob die wirklich geeignet sind, um philosophische Gedanken zu transportieren. Warum? Weil die den Gedanken fixieren. Und man könnte jetzt überlegen, ob vielleicht nicht besser die gesprochene Sprache als Medium dafür geeignet ist, den philosophischen Gedankengang abzubilden. Das wird dann Platon kritisieren. Wir werden darauf noch genauer eingehen. Und jetzt möchte ich zum Schluss auch die ethische Problematik der Medien noch mal genau hervorheben, die bislang zu wenig behandelt wurde. Wir bemerken nämlich oft nicht, dass wir es mit einem Medium zu tun haben. Wir sind medienvergessen oder medienblind. Das ist schon mal ganz wichtig. Nur sollten wir jetzt bei dieser Beobachtung nicht stehen bleiben, weil hier hängen einige ethische Fragestellungen davon direkt ab. Medien drängen sich nicht auf, sondern sind unscheinbar, obwohl sie sehr einflussreich sind. Ja, sie sind zwar nicht autonom, aber sie sind bestimmende Faktoren unserer Lebenswirklichkeit. Wir bemerken oft nicht, dass wir medialen Bedingungen unterliegen oder ein Medium gebrauchen. Warum? Weil wir auf den Inhalt fixiert sind. Das heißt, Medialität vollzieht sich zwischen Autonomie, also Medien als autonome Akteure, und Heteronomie, Medien als bloße passive Transportkanäle oder Heteronomie, Medien als Faktoren, die uns bestimmen und unfrei machen. Oder Medien als Instrument, wodurch wir unsere Autonomie vergrößern können. Sie sehen also, sowohl was uns und unseren Mediengebrauch anbelangt, als auch was das Medium an sich anbelangt, haben wir es hier mit den Rahmenbedingungen, Polaritäten von Autonomie und Heteronomie zu tun. Ja, was ist jetzt Medienethik? Die setzt an der Beobachtung an, dass Medien nicht neutral sind und dass wir medienvergessen sind. Das sind so die zwei Ausgangspunkte. Und anknüpfend an McLuhan kann man sagen, Medien bringen neue Bedingungen des Handelns ins Spiel, nämlich räumlich und zeitlich. Die Raum- und Zeitlogik wird verändert. Dennoch sind Medien keine autonomen Akteure. Das ist auch ganz wichtig, ja. Da widerspreche ich McLuhan und dieser Tradition von ihm. Medien sind unabhängig von ihrem Gebrauch nicht entscheiden. Es kommt immer darauf an, dass wir sie gebrauchen. Nur müssen wir uns des Gebrauchs erst bewusst werden, weil wir Medien vergessen sind. Deswegen bedeutet Medienethik, und das wird meine These sein in dieser Vorlesung, Medien im Kontext von Autonomie und Heteronomie zu reflektieren und zu gebrauchen. Autonomie und Heteronomie, sowohl was jetzt das Medium anbelangt, ist das Medium autonom oder heteronom, als auch und vor allem eben, was unseren Mediengebrauch anbelangt, sind wir durch den Mediengebrauch autonom oder unterwerfen wir uns fremden Bedingungen und Satzungen und Formeln, wie Immanuel Kant sagt, und werden dadurch heteronom. Das ist die Aufgabe der Medienethik. Ja, jetzt möchte ich noch ein Beispiel bringen für die Medienethik. Was ändert sich an unserer Kommunikation, wenn wir anstatt der gesprochenen Sprache die Handschrift verwenden? Was ändert sich daran? Werden wir dadurch autonomer oder heteronomer? Was ändert sich an unserer Kommunikation oder unserem Handeln generell, wenn wir anstatt der Handschrift die gedruckte Schrift verwenden? Was ändert sich an unserer Kommunikation, wenn wir anstatt der gedruckten Schrift Computerschrift, digitale Schrift verwenden? Und zum Schluss, was ändert sich an unserer Kommunikation, wenn wir anstatt der Computerschrift künstliche Intelligenz verwenden? Weil das ja auch ein Medium ist, ein ganz neues Medium. Und Sie sehen gerade bei der letzten Frage, ChatGPT und Co., Chatbots, da sieht man schnell, da ändert sich Gewaltiges. Und da sind wir mitten in der Medienethik. Ja, das war jetzt ein ganz kurzer Einblick in das Programm der Vorlesung und mögliche Handlungsfelder, Problemfelder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.